Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Ja, schönes Thema wieder heute, schön. Also, wenn du wissen möchtest, warum unser Krankensystem uns gesund macht, unser Gesundheitssystem uns krank macht, ja, schnell mal ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und nach dem Intro geht es mal direkt los. Bis gleich. Wieder gesagt. Das Gesundheitssystem macht uns krank? Ja, wohl kaum. Ein besseres Gesundheitssystem wie in Deutschland gibt es doch nirgends auf der Welt. Warum sollte uns das denn krank machen? Nee. Also, jetzt erzähl da wirklich Schwachsinn. Nein, Herr Ragnarök. Denk doch mal ganz genau nach. Guck mal, es gibt Ärzte, es gibt Apotheker, und es gibt die Pharmaindustrie. Und wovon leben die? Die leben allesamt mal von kranken Menschen. So, wenn jetzt alle Menschen gesund wären, dann gäbe es sie ja nicht mehr. Nur noch arbeitslose Apotheker, arbeitslose Ärzte und die Pharmaindustrie würde bankrott gehen. Insolvenz, weg. Braucht ja keine. So, also, wer hat Interesse, dich gesund zu machen? Wer denn? Keiner. So. Und deswegen, so ein Körper, der hat ja natürliche Selbstheilungskräfte. Ja, wirklich, Selbstheilungskräfte. Natürlich musst du ein bisschen dran glauben, natürlich. Aber jetzt guck mal, du hast zum Beispiel so eine Krankheit. Weiß ich nicht, egal was, shitty gone. Ne? Und da gehst du nach dem Onkel Doktor und der gibt dir Tabletten. Schön, die helfen tatsächlich. Ah, siehst du, hab ich doch gesagt, beste Gesundheitssystem. Natürlich helfen die Tabletten. Dafür gibt es die ja. Die Pharmaindustrie hat ja lange geforscht, dass es so tolle Tabletten gibt. Medikamente. Super, weiter. Nee. Du hast mich mal nicht wieder ausreden lassen. Ne? Weil, klar, helfen dir die. Also jetzt zum Beispiel mal gegen Kopfschmerzen. Du nimmst Kopfschmerztabletten, weil du Kopfschmerzen hast. Ne? Anstatt mal was zu trinken und mal in die frische Luft zu gehen, nee, direkt so ein Mittelchen rein, ne? Ich werde jetzt ja keine Werbung machen, also keine Namen nennen, ne? So, also, und was passiert dann? Hast du dir mal so den Zettel durchgelesen? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Egal, frag mal. So viel Nebenwirkung. Da wird mir ja schon schlecht, wenn ich das lese. Also direkt nach dem Doktor gegen schlecht sein, brauche ich jetzt auch noch was, ne? Ne, also, wirklich. Unverschämt. So, auf jeden Fall. Die Kopfschmerzen, die sind weg. Und später im halben Jahr hast du die nächste Krankheit. Ja, irgendwas. Herzklabaster, Rhythmusstörung. Weiß nicht, irgendwas. Und dann gehst du wieder nach dem Onkel Doktor. Er gibt dir wieder Tabletten. Und die helfen schon wieder. Ja, sei doch. Geiles Pharmasystem. Die helfen dir. Egal, was die Dörze dir geben, egal für was, es hilft dir. Schnauze, Ragni! Ich bin jetzt dran. So, sonst schmeiß ich dich runter von meinem Kanal. Edge! So, und ein halbes Jahr später hast du die nächste Krankheit. Also die ganzen Tabletten mit den tollen Nebenwirkungen, auch wenn die nicht sofort auftreten, die sorgen dafür, dass du in naher Zukunft das nächste kriegst. Könnte man mal drüber nachdenken, ne? Ja, und wie meine ich das jetzt mit den Selbstheilungskräften? Jetzt überlege mal. Du brichst dir den Arm. Knack, kaputt. Oder der Herr Ragnarök übernimmt das für dich. Komm her, machen wir sofort. Knicki, knack, ich vergesse das Ding. Ja, so. Und dann hast du den Arm gebrochen, ne? Kaputt. Und was machst du dann? Dann gehst du am Onkel Doktor. Der haut dir dann doch erstmal die Knochen wieder richtig voreinander. Und dann packt er dann Gips drum. Und wenn er den Gips nach ein paar Wochen wieder abmacht, ich hab dich geheilt. Ja, Pustekuchen. Du hast dich selber geheilt. Dein Körper hat sich selber geheilt. Der Knochen ist von ganz alleine wieder zusammengewachsen. Richtig, von ganz allein. Ich hab schon wieder einen Frosch im Hals. So ein Schickenkorb. Und dann nehme ich keine Tablette gegen. Nee, mach ich nicht. So. Ja, wo deine Frösche im Hals? Ist schon Bombe. Ja, aber wo der Recht hat, hat er recht. Der Arm wächst von alleine zusammen.
Aber wenn der Arzt ihn jetzt nicht gerichtet hätte, dass die Knochen richtig voreinander stehen, dann wäre das ja vielleicht schief zusammengewachsen. Und da müssen wir den ja wieder brechen, damit er wieder gerade zusammenwachsen kann. Naja, dann gehen wir doch mal davon aus, der Arzt unterstützt dich in diesen Fällen ein bisschen, dass er gerade zusammenwächst. Ne? Aber was ist denn jetzt, wenn du, was weiß ich nicht, für eine Krankheit hast? Permanente Herzrhythmusstörung. Da brauchst du doch diese Medikamente. Die brauchst du doch. Nee, brauchst du nicht. Um Gottes Willen, hast du so eine Krankheit? Und der Onkel Doktor hat dir gesagt, nimm die Pillen. Nicht absetzen, nur weil der Knorte das gesagt hat, ne? Bitte nicht. Nicht ohne Rücksprache mit deinem Onkel Doktor. Und der wird dir 100% davon abraten, weil du brauchst das so. Du brauchst das. Ja, und die Pharmaindustrie braucht das auch, ne? Die wollen Mücken machen, Kohle machen, Geld verdienen. So. Nicht absetzen. Habe ich nie gesagt, dass du was absetzen sollst. Aber du könntest ja, anstatt diese Tabletten, die der Onkel Doktor dir gibt, einfach mal ein bisschen mehr Bewegung in dein Leben reinbringen. Und mal gucken, dass dein Mineralstoffhaushalt, auch die Mikronährstoffe, dass die ausreichend vorhanden sind und genug Vitamine zuführen. Guck mal draußen aufs Feld. Was ließ denn da noch wachsen? Ja, wächst alles. Und wie schnell? Was früher ein halbes Jahr gebraucht hat, wird heute nach 14 Tagen geerntet. Kunstdünger und Scheiße beschleunigt das alle. Da ist nichts mehr drin an Nährstoffen. Du verhungerst bei lebendigem Leibe. Aber dafür gibt's ja Pillen, ne? Nahrungsergänzungsmittel, sämtliche Vitamine, sämtliche Nährstoffe. Ja. Ah, mir ist jetzt auf die Schiene. Nahrungsergänzungsmittel als Allheilmittel. Um Gottes Willen. Wer soll das denn bezahlen? Also diese komische da von den Grünen, diese Rot. Ja, ich glaube, so hieß sie. Die wollte die Nahrungsergänzungsmittel ja schon mal verbieten, ne? Weil das ja nur Geschäftemacherei ist, ohne Nutzen und ohne Sinn. Braucht man ja nicht. Nee, braucht man wohl. Die Pharma sollte man verbieten. Weil die zocken dich ab und die machen dich krank. Guck mal, die haben ja die ganzen Medikamente so von der Natur abgeguckt, ne? Gibt ja diese Heilpflanzen. Und die Heilpflanzen haben keine Nebenwirkung. Überhaupt nicht. Außer du frisst zu viel, ne? Also, wenn du so ein Fingerhütchen frisst, einer macht nichts, 10 bist du wahrscheinlich hops, die bobs, ne? Ja, die Dosis macht das Gift. Aber ich habe noch auf keiner Pflanze gesehen, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie mal, ne? Habe ich noch nicht gesehen. Also, was ist jetzt schädlicher? So eine Pflanze draußen vom Busch? Oder so aus dem Chemielabor, die Werkstoffe? Wo dann so eine ganze Batterie. Also überleg mal, wie viel dieser 4 Seiten hat wären. Wenn man das mal in eine Größe drucken würde, dass du das lesen kannst. Und dann ist das egal, ob das selten oder sehr selten oder gar sehr, sehr selten steht. Shit, Igor, wenn es dich trifft, hast du die Arschkarte. Ja, aber einen muss es ja treffen. Ich brauche ja Gäste in meinem Reich hier unten. Also, lass dich nicht weiter gesund machen von der Pharmaindustrie und von den Ärzten und Apothekerbummelern. Auch nicht. Wächst alles draußen, was uns krank macht. Oder andersrum, schicken egal. Bild dir mal dein eigenes Urteil. Und wenn du wirklich mal ein kleines Wehwehchen hast oder Onkel Doktor dir direkt wieder Antibiotikum für verschreibt, versuche doch mal. Kannst du dir von mir aus Apotheke holen, außer das Rezept verfällt nicht. Und dann nimmst du mal Ingwer. Ingwer. Jo, Ingwer ist geil. Natürliches Antibiotikum. Und da gewöhnt sich auch nicht so eher in so ein Virus ran. Schön, geil, Ingwertee oder auch ein Ingwerwasser herstellen, was du so einen ganzen Tag schlabbern kannst. Und dann machst du mal deine eigenen Erfahrungen mit den Heilmittelchen von der Natur, die wir ja alle vergessen haben. Weil, was will ich jetzt sagen? Ja, du willst jetzt sagen, früher die Menschen hatten auch keinen Onkel Doktor, sondern nur einen Medizinmann. Und die Pharmaindustrie gab es nicht, weil der Medizinmann direkt die richtigen Pflanzen für dich gepflückt hat. Und hätte mich gewehrt, wären wir ausgestorben. Richtig.
ausgestorben. Ich kam nicht auf das Wort. Wir wären ausgestorben, so ganz ohne Pharmaindustrie, wenn die Natur nicht alles für uns da hätte. Denk mal drüber nach. In diesem Sinne, tschüss.